Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit der Ocarina of Time, jetzt in unserem Besitz. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz der Königs. Des Königs, achso. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Oh. Doki. Kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Ja, grad so. Doki, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Echt? Okay. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Okay. Dieses Lied öffnet das Zeitportal. Okay. Dim, dim. Dim, dim, dim. Dim. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Damit können wir jetzt erstmal gleich zu den Fröschen gehen. Das machen wir auch gleich. Wir holen uns noch ein weiteres Herzteil. Yeah. Herzteile sind toll. Wohl an, Doki. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit. Vor dem Zeitalter. Okay. Fertig, nachdem ich sie den Fröschen vorgespielt habe. Okay. So, jetzt dürfte eigentlich auch irgendwo der Postbote locker sein, oder? Ja, ich weiß nicht. Wir gehen zu den Fröschen. Und spielen dort ein tolles Lied. Ein tolles, tolles Lied. Oh yeah, aha. Ein tolles, tolles Lied. Oh yeah, aha. Ja. Macht die Hymne der Zeit eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, sie teleportiert uns zu der Zitadelle der Zeit, oder? Das ist ein anderes Lied, ich weiß gar nicht genau. Und sie... An manchen bestimmten Stellen, glaube ich, muss man sie spielen, ne? Und jetzt haben wir Salias Flöte gar nicht mehr, Salias Ocarina. Ist voll gemein, ey, einfach ausgetauscht. Salia übergibt uns ihr Geschenk, ne? Und dann, ne. Hat Link keinen Bock drauf. Einfach keinen Bock drauf, der Typ. So, Hühnchen. Kann ich ja auch eigentlich ohne Hühnchen rüber? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja. Aber wir gehen mit Hühnchen rüber. Einfach weil cooler. Tschu. Okay, es hat funktioniert, ey. Ich hatte gerade erst ein bisschen Angst, dass es nicht funktioniert. Weil all diese riesigen Frösche schon hier, ne? Ja. Zack. Dim, dim, dim. Oh yeah. Yeah! Nimm das als Lohn. 50 Rubine. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir noch ein anderes Lied da spielen. Song of Storms, glaube ich. Scheiße. Ich glaube, jetzt müssen wir da den Song of Storms spielen. Die Frösche. Ja, um von denen halt Herzteil zu bekommen. Oder? Also man kann auch zwei Herzteile holen.
Einmal durch Song spielen und einmal durch... Weiß ich nicht. Nicht. Und einmal muss man den irgendwie mit den so Minispiel spielen. Dass man über deren Köpfen irgendwie fliegen... schneckt oder so, ich weiß nicht. Muss man den Frosch hüpfen lassen, also den Ton spielen. Dass die Fliege oder der Schmetterling über den deren Kopf halt gefangen wird. Irgendwie so war das. So, wir gucken jetzt nochmal. Ist der jetzt da? Bitte lass ihn jetzt da sein. Ich will diese verdammte letzte Maske abgeben. Ich sehe ihn hier nirgends. Ja, und so ein Schild. Ich renne mal weiter hier rum. Vielleicht muss ich die drei heiligen Steine auch echt erst einsetzen. Aber ich will halt nicht als erstes erwachsen werden, weil das ist dumm. Dann kriegen wir das Upgrade nicht mehr. Eigentlich müsste der Bossbote hier halt irgendwo rumsitzen. Ich weiß halt nur nicht wo. Ansonsten chill ich mich gleich mal zu der London Farm und warte dort, bis der Bossbote da einmal lang rennt. Und dann verfolge ich ihn die ganze Zeit. Falls er überhaupt da wirklich lang rennt. Also falls er halt überhaupt schon existiert, ne? Das ist halt die Frage. Existiert dieser schöne Bossbote schon oder existiert er noch nicht? Ansonsten, wenn ich ihn jetzt hier auf dem Weg nicht finde, der muss mir jetzt irgendwie entgegenkommen. Er läuft auf jeden Fall jetzt in meine Richtung. Nicht mit mir die Richtung. Da ist er! Nee. Scheiße, wie war... Hymne der Sonne. Hymne der Sonne spielen. Ich kann mir die ganzen Hymnen nicht merken, ey. Rechts unten hoch, okay. Okay. Dödödin. Dödödödin. Jetzt wird's nämlich dunkel. Und er legt eine Pause gleich ein. Weil es halt dunkel ist. Eigentlich. Ah, oder auch nicht. Renn ihm gleich weiter hinterher. Oder um 0 Uhr oder so, ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm. Und da gibt uns... Ja, okay. Es ist halt eigentlich vom Vorteil, dass wir erst uns die letzte Größe der... Dingstasche holen. Der Rubintasche, aber... Egal, er gibt uns nämlich so viele Rubine, wie in unser Dings passen. Wie in unsere Tasche passen. Der durchgeknallte Kerl hat dir jedoch mehr dafür gegeben. Genau, der gibt uns halt so viel, wie wir tragen können. Und ja. Ja, das war's. Wir haben jetzt die... Wo müssen wir eigentlich nochmal hin? Ach, da hinten, okay. Da hinten ist der Eingang zur Dings. Ja. Aber ich glaube, das... Die... Na doch, müssen wir machen. Letzte Maske müssen wir ja abgeben, bevor wir erwachsen werden. Was ist das hier für eine riesige Wand? War die vorher auch schon da? war die... Ich meine, war die da? Hab ich sie einfach die ganze Zeit voll übersehen, ey. Ja, doch, klar war sie da. Ey, Skelette verschwinden gleich wieder. Tor wird gleich runtergemacht und dann können wir... dem Maskenhändler die Maske geben. Nur noch nicht erwachsen werden, ne? Nur noch nicht erwachsen werden. Können wir das... Ja. Wir müssen das Krabbelminenspiel halt eigentlich echt noch spielen, damit wir halt
Ihr wisst schon. Damit wir mehr Bomben tragen können. Damit wir die Bombentasche bekommen halt. Damit wir das zu 100% auch haben. Aber irgendwie habe ich darauf keinen Bock. So, hallo. Großartig. Ah, du hast die Maske verkauft. Bitte zahle mir, ja. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge, dafür bist. Als Belohnung für deine Mühen sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Ach, Maske des Wissens. Des Wissens, okay. Das ist die Maske der Wahrheit. Ich dachte, das heißt irgendwie so. Aber okay. Warum sie unheimlich ist? Naja, ja, okay. Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst. Danke. Die Maske des Wissens. Da haben wir Nachschub bekommen. Von nun an kannst du jede beliebige Maske ausleihen. Vertrau mir. So, bekommen wir mit der Maske des Wissens eigentlich auch ein Herzteil? Oh, ein Herzteil. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Keine Ahnung, wir holen uns auf jeden Fall jetzt noch das letzte Upgrade. Ich weiß, es ist so viel laufen, Leute, ich weiß. Wir können uns noch nicht beamen, das ist halt ein bisschen doof, aber wir werden es schon überleben, Leute. Wir werden es schon überleben. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt erzählen soll. Ha. Ja, wie geht's euch so? Ach man. So, bei 30, 40 und 50 Skulturas, glaube ich, sind dann, oder bekommen wir dann die nächsten Upgrades. Ich schätze jetzt mal, bei 30 bekommen wir das 500er Rubin Upgrade. Und bei 40 vielleicht auch noch irgendwas Wichtiges. Weiß ich nicht. Bei 50 halt das Herzteil. Ich bin gerade überlegen. Was kann man denn noch so machen? So, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Nee. Ich glaube, wir sind als junger Link soweit einfach echt fertig. Echt fertig. Oder? Ich glaube, ja. Wir haben, glaube ich, kein wichtiges Herzteil mehr, was wir als junger Link holen können. Wir müssen später für den Dungeon nochmal als junger Link, zum jungen Link werden. Aber Herzteile sind, glaube ich, jetzt die restlichen alle als Erwachsene. Wir kriegen halt noch sechs Herzcontainer. Sind das, glaube ich, oder fünf? Fünf oder sechs? Nee, kommen wir raus, ne? Nee, warte mal, konnten wir nicht auch lang? Nee. Hier und jetzt rechts, ne? Ja, jetzt war es doch rechts. Jetzt hier lang? Rechts ging raus. Links ging's, oder... Ich glaube, hier links ging es zum Dings. Wow. Und ich wollte mich immer noch erkundigen, was ich jetzt machen muss für diesen Typen in der Stadt. Was ich dem geben muss. Käfer. Fisch. Ist immer das Einzige, was mir einfällt. Hey, so. Hallo. Hey. Oh, meine Brüder und ich sind uns einig. Du bist bald hässlich. Oh. Zum Trost werden wir dich mit einigen Dekonischen versorgen. Außerdem werden wir, weiß ich nicht.
30 Dekolinge zu tragen. Gut, wo die anderen Upgrades sind, weiß ich echt nicht. Ich muss es. Och man, ey. Muss ich mal gucken. Dekonüsse und Dekostäbe-Upgrades. Und die ganzen Bogentaschen und Bombentaschen-Upgrades und so. Das weiß ich halt alles nicht. Ich weiß, wo die Herzteile sind, aber ich weiß nicht, wo der Rest ist. Und gut, ich glaube, dann walken wir jetzt nochmal schnell zurück zur Zitadelle der Zeit. Und wir können mit der Maske der Wahrheit übrigens mit diesen Statuen reden. Da du nun die Maske trägst, beginnt die Statue mit dir zu reden. Höre ihre Worte. Und erzählt sich, dass die unterirdischen Höhlen, die man an verschiedenen Stellen findet, die idealen Brutstätten für Käfer wären. Ja. Wow. Ja, diese ganzen Statuen. Obwohl, gibt es nicht eine Statue, glaube ich, gibt uns ein Herzteil, oder? Nee. Oder? Nee, also wenn mir eins fehlt später, dann weiß ich, dass es ist. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir, wenn wir erwachsen sind, was wir zuerst machen. Ob wir zuerst Sidequesten oder ob wir zuerst Herzteile und so suchen. So früh wie möglich uns das Bikoron-Schwert holen, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das machen wir, Ja, ich glaube, das machen wir. Richtig früh das Bikoron-Schwert holen ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dann werde ich eh nur noch damit kämpfen. Und ja. Das Bikoron-Schwert ist auch eine, das ist eine Quest, ey. Oh. Ätzend. So viel Gelaufe und so, das ist unglaublich anstrengend. Aber egal. Vergeht die Zeit irgendwie nicht mehr? So, jetzt wird es langsam dunkel, ne? Ich glaube, jetzt wird es langsam dunkel. Obwohl, ich weiß nicht. Sieht doch nicht so aus. Naja, okay. Nein, ich wollte noch... Ich wollte gerade noch ein paar Rubine holen. Nein, nein, es darf nicht dunkel werden. Link! Shit! Nein, 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 nein. Okay. Oh, die geht nämlich gleich hoch. Gott, dann kommen wir nicht mehr rein. Müssen wir die Hymne der Sonne spielen. Subi. Wir. Ja. Wir sind ganz hell. Wir sind ganz weiß. What the fuck? Guck dich mal an, wie weiß wir sind. Wir erstrahlen förmlich. Gut, wir sind in der Zitadelle der Zeit. Die Zitadelle der Zeit. Weißt du, hier sind keine Menschen. Ups. Ist nicht eine Menschenseele. Und irgendein Chor singt hier trotzdem. Ich weiß nicht, wo die sich versteckt haben. Irgendwie hier unterm Boden oder so wahrscheinlich. Schon krass. Hier sind drei Vertiefungen. Wir müssen jetzt... Ups. Nein. Yeah. Die drei heiligen Steine. Thank you.
Yeah. Gut, Leute. Aber hier beenden wir jetzt erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.